Ich bin Herr Klaus. Ja, wer ist denn da? Also hier ist Michael Schneier von der Firma G6 Capital. Aha. Und Sie haben sich kurz für unser Handelsprogramm Tesla interessiert. Stimmt das? Weiß ich nicht, ob das so heißt. Keine Ahnung. Hab mich hier mal irgendwo angemeldet gehabt, ja. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe euch heute wieder einen Zweiteiler mitgebracht, also ein Video, das über zwei Tage geht. Hier ist tatsächlich wieder ein Callcenter, was unfassbar lange am Telefon geblieben ist. Und zwar so lange, dass ich nicht jedes Mal ein Special-Video draus machen kann, sondern diesmal das Ganze auf zwei Tage aufteile. Also ich habe dieses Callcenter wieder unfassbare 2 Stunden beschäftigt. Absoluter Wahnsinn. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Anruf. Ja, also ich habe mich für unser Handelsprogramm Tesla interessiert. Ach, Tesla. Also ja, Tesla, genau. Wie das Auto. Ja. Nicht Tesla, sondern Tesla. Ach so. Am Ende R, nicht A. Ach so, aber da waren die Tesla-Autos abgebildet und auch das Logo von Tesla. Ja, hier sind gleich 2 Sachen aufgefallen. Der Typ hat tatsächlich mal nicht Tesla abgesagt, sondern einfach nur Tesla. So, und dann hat er hier auch noch gesagt, Tesla nicht mit A, sondern mit ER. Das ist nämlich auch der Trick. Ja, zumindest denken sie, dass das der Trick ist, dass sie sich damit nicht ganz so strafbar machen, indem sie den Namen von Tesla zwar missbrauchen, ja, aber eine andere Schreibweise einfach wählen, das Logo von Tesla missbrauchen, ja, aber halt durch die andere Schreibweise, ja, haben sie ja ein anderes Wort hingeschrieben, ne? Aber die Ähnlichkeit ist wahnsinnig verblüffend, denn ja, man hat halt hier auch die Autos und das Tesla-Logo benutzt, um, tja, irgendwie Sicherheit oder keine Ahnung, was es darstellen soll, hier zu suggerieren. Man denkt, man ist bei Tesla und Tesla empfiehlt einem hier so einen Scheiß tatsächlich. Ja, also das ist unser Handelsprogramm für Finanzmarkt. Ja. Erinnern Sie sich daran, ja? So ein bisschen, und, ja. Ja, und ich bin Ihr Account Manager. Ich bin hier, um Ihr Handelskonto zu erstellen und zu aktivieren. Oh, Sie sind ein echter Manager? Wie bitte? Ich sage, Sie sind ein echter Manager? Ich bin Ihr Account Manager. Ich bin, also, ich arbeite nur mit neuen Kunden und ich begleite neue Kunden und ich erzähle, wie alles bei uns funktioniert und wie kann man also das Geld bei uns gewinnen und mit dem Handelsprogramm arbeiten. Ja, also doch kein Manager. Tja. Die benutzen gerne solche Worte wie Account Manager, ja, um einfach irgendwie ja, toll dazustehen. Letztendlich ist es aber nichts anderes, also in der Theorie, als ein Kundenberater. Also jemanden, der im Callcenter am Telefon sitzt, wie bei der Telekom oder bei O2 und sich euer Geschrei über die Rechnungshöhe anhört. Mehr ist er eigentlich nicht. Nichts anderes als ein ganz normaler Callcenter-Agent, also Callcenter-Agent. Ja, oder Callcenter-Mitarbeiter, ganz zu deutsch, mehr ist es nicht. Hier, das Account-Manager ist einfach nichts anderes als ein modernes Wort, ja, was sich toller anhört, aber unterm Strich bleibt es das Gleiche. Ja, das ist interessant, dann erzählen Sie mal. Ja, also, wir sind Firma G6 Capital, wir sind schon 9 Jahre auf dem Finanzmarkt. Wir arbeiten mit allen Finanzinstrumenten auf dem Markt. So, Sie können bei uns nicht nur in Kryptowährungen, sondern auch in Aktien, Rohstoffen und Währungen investieren. Und bei uns läuft alles automatisch und das Gewinn zwischen 10% und 15% pro Monat ist garantiert. Also natürlich alles hängt vom Finanzmarkt und also Finanzmarkt verändert sich sehr schnell und es gibt immer Möglichkeiten, wo sie mehr verdienen könnten. So, wir haben viele Kunden, die bis 30% pro Monat gewinnen. Und sagen Sie bitte, also bei uns gibt es viele Kunden, die ganz neugierig in dieser Branche sind. So, sie wissen überhaupt nicht über den Finanzmarkt. Und sagen Sie bitte, haben Sie schon Erfahrung auf dem Finanzmarkt? Verstanden, ja, kein Problem. Also wie gesagt, bei uns gibt es zwar 85% von Kunden, die also wissen auch nichts über den Finanzmarkt. Und diese Leute haben auch gar keine Arbeit und sie können ganz passiv, automatisch das Geld bei uns gewinnen. Und haben Sie persönlich eine Arbeit? Was habe ich?
eine Arbeit. Haben Sie eine Arbeit? Was machen Sie beruflich? Also braucht man die dazu? Wie bitte? Braucht man das denn dazu? Also, das ist nur für Ihr Konto. Das ist nicht so wichtig. Achso, na dann. Ja, also, dann wollten Sie nicht sagen, ja? Genau. Ja, okay, also kein Problem. Und wie gesagt, wenn Sie keine Erfahrung haben, dann kein Problem. Sie bekommen ganz kostenlos unseren Finanzberater. Und dieser Finanzberater hilft Ihnen und gibt Ihnen irgendwelche Ratschläge, wie Sie auf dem Finanzmarkt handeln könnten. Und wenn Sie irgendwelche Frage haben, dann können Sie jederzeit mit ihm kontaktieren. Und Sie werden also eine Unterstützung bekommen. Ja, und was ja jedes Mal komplett vergessen wird, ist zu erwähnen, dass man den Finanzberater, den angeblichen, gar nicht so wirklich erreichen kann, sondern maximal über E-Mail. Denn einen anderen Weg gibt's da nicht. Telefonnummern können die nicht anwählen. Es stehen zwar überall welche, die funktionieren aber nicht. Es stehen sogar Telefonnummern in den Signaturen der E-Mails, also unten drin, dieser Briefkopf, den man da in den E-Mails meistens drunter schreibt, mit seiner Adresse und Telefonnummer und Name nochmal und so. Ja, auch wenn man die Nummern da wählt. Die existieren halt einfach nicht oder ihr kommt bei irgendwelchen Dullis zu Hause raus, ganz privat, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Weil die Nummern, die da stehen, sind nichts anderes als komplett erfunden. Und natürlich handeln Sie nicht allein. Sie bekommen, wie gesagt, eine Hilfe von unserem Finanzberater. Und dazu bekommen Sie auch ein Handelsprogramm, Roboter. Also, und dieses Handelsprogramm kauft und verkauft für Sie mit mathematischen Algorithmen. Ja. Und also dieses Programm sieht alle Signale aus dem Finanzmarkt. Und also dieses Programm, also das ist Tesler. Und dieses Programm kauft billige und verkauft teure. Und so gewinnen Sie bei uns auf dem Finanzmarkt. Und natürlich investieren Sie nicht alle Summe, alle Geld in zum Beispiel in einem Finanzinstrument. So, Sie können zum Beispiel 100 Euro in Bitcoin, in andere Kryptowährungen investieren und noch 100 Euro in Aktien, in verschiedene Rohstoffe und so weiter. Und wenn unser zum Beispiel Handelsprogramm sieht, dass etwas nicht so gut auf dem Finanzmarkt passiert, dann schließt unser Finanzberater eine Handlung und Sie verlieren nicht alle Summe. Sie verlieren nur ein bisschen, zum Beispiel 5 oder 10 Euro und dann gewinnen Sie in anderen, so zum Beispiel in Rohstoffen oder Aktien. So, es gibt immer Möglichkeiten, wo Sie also das Geld bei uns gewinnen. Ja, ist ja schön, was er so alles erzählt, aber ich erkläre einfach mal, was er damit meint. Man eröffnet euch ein Demokonto, wo man dann so tut, als würde man für euch handeln. Dabei ist das Geld, was ihr eingezahlt habt, schon lange daran vorbeigeschleust. Denn ein Demokonto, da kann man ja hinschreiben, was man will und man kann es auch so aussehen lassen, als wäre es ein echtes Konto. Man kann es sogar so aussehen lassen, dass wenn ihr selber handelt, das ist ja, als hättet ihr da wirklich selbst was gewonnen oder selbst was verloren, in der Höhe, die da auf diesem Konto aufgeladen wurden. Auf dem Demokonto, wenn ihr zum Beispiel 250 Euro einzahlt, ja, dann zeigt man da eben nur die 250 Euro an. Tja, und dann nimmt das Spielchen seinen Lauf. Der angebliche Finanzberater macht nichts anderes, als euch dazu verschaukeln. Im Grunde genommen ist dieses Demokonto nichts anderes als heiße Luft, aber ein echtes Konto mit Geld drauf gibt es da nicht mehr. Denn das Geld, was ihr eingezahlt habt, ja, das existiert irgendwo, aber das ist sicherlich schon ganz gut in irgendeinen Porsche oder so angelegt worden, womit dann die nächsten Idioten auf YouTube in der Werbung wieder prahlen können. Porsche Cayman S irgendwas, wenn du jetzt dieses System hier mitmachst und bla, ja, irgendwo müssen die Autos hierher kommen. Ja, die kommen von eurem Geld, aber naja, ihr werdet damit definitiv nicht reich. Und wie gesagt, ich bin hier, um ihr Handelskonto zu erstellen und zu aktivieren. So, wir haben drei Möglichkeiten, wie Sie bei uns das machen könnten. Und also, Sie können mit 250 Euro, 500 oder 1000 Euro beginnen. Und also, wollten Sie jetzt Ihr Handelskonto aktivieren? Ob ich das jetzt aktivieren wollte? Heute, ja. Weiß ich nicht, ich habe ja jetzt nicht damit gerechnet, dass mich anruft.
Ja, also, wie gesagt, Sie können mit 250, 500 oder 1000 Euro beginnen. Wie ist es besser bei Ihnen? Weiß ich nicht. Kann man da auch erstmal weniger machen? Also, bedauerlicherweise 250 Euro, das ist Wegstandsbetrag. Und wenn Sie zum Beispiel mit 100 Euro oder 150 Euro beginnen, das ist nicht so effektiv. Also, Sie können nichts gewinnen und Sie können einfach das Geld also auf dem Finanzmarkt verlieren. Und Sie wollten das nicht und wir auch. Also, weil wir nur 10% vom Gewinn brauchen. Mhm. Und für Einzahlung und Auszahlung nehmen wir 1%. Also, Sie können zum Beispiel mit 250 Euro beginnen. Sie bekommen 1 Euro pro Monat. Sie aktivieren Ihr Handelskonto. Dann wählen Sie sofort eine Strategie mit unserem Finanzberater. Sie können einen Monat handeln und dann entscheiden Sie, wollten Sie weiter bei uns handeln oder wollten Sie das Geld einfach auszahlen. Und wir nehmen, wie gesagt, 1% für solche Operationen. Und wenn man mehr als, also wenn man zwar ab 250 Euro einzahlt, dann kann man kein Geld mehr verlieren, oder wie? Also Sie können, wie gesagt, mit 250 Euro, 500 oder 1000 Euro beginnen. Und je mehr Sie investieren, natürlich desto mehr Sie gewinnen. Ja, und ja, also das ist nur der Unterschied. Aber verlieren kann ich da nichts. Ja, also wie gesagt, dieses Handelsprogramm sieht alle Signale auf dem Finanzmarkt. Und wenn etwas auf dem Finanzmarkt klappt und zum Beispiel Bitcoin verliert, also Sie verlieren das Geld mit Bitcoin. Wie gesagt, erinnere ich mich daran, ich habe erzählt, dass Sie investieren nicht alle ganze Summe in ein Finanzinstrument. Sie können zum Beispiel 100 Euro in Bitcoin und 100 Euro zum Beispiel in Öl investieren. Und wenn unser Finanzberater oder unser Handelsprogramm sieht, dass also etwas nicht so gut auf dem Finanzmarkt passiert, dann beschließt er also die Haltung. Und Sie verlieren nicht die ganze Summe, Sie verlieren nur ein bisschen, so 5 Euro oder 10 Euro. Ja, da hat er wieder sehr, sehr viel schön um den heißen Brei drum herum geredet. Meine Frage war, ob ich da mein Geld auch verlieren kann, was ich da einzahle. Ja, nun hat er so viel erzählt und genau genommen hat er mir ja auch gesagt, dass man da Geld verlieren kann. Aber naja, das war so wischiwaschi, dass man da jetzt nicht unbedingt noch dem Ganzen da folgen kann, was der von einem möchte. Natürlich könnt ihr eure Kohle verlieren. Und zwar komplett. Und zwar zu 100%. Naja, und wenn ihr da einzahlt, sowieso. Das ist ganz klar. Da sind die 100% direkt weg. Das habt ihr nicht verloren, sondern ihr habt euer Geld quasi selbst aus dem Fenster geschmissen, wenn ihr das auf deren Konten überweist. Weil da kommt ihr nie wieder ran. Ihr könnt nie wieder das Geld auszahlen. Aber wenn man jetzt den Handelsmarkt mal nimmt, natürlich, wenn man jetzt legal und bei einer seriösen und ganz vernünftigen Plattform einzahlt und ihr ladet da 500 Euro auf. Natürlich können die 500 Euro komplett weg sein, wenn ihr das Geld in das falsche Programm steckt. Und zwar mit einmal. Natürlich gibt es Programme wie zum Beispiel den MetaTrader 4 oder 5, was die ja hier auch immer gerne anbieten, beziehungsweise so tun, als würden sie das anbieten. Natürlich kann man mit diesem Programm einiges an Verluste auffangen, weil das Programm rechtzeitig sofort alles verkauft, wenn das Programm merkt, oh, hier stürzt irgendwas ein. Naja, aber auch da kann der Markt schneller einstürzen, ne? Angenommen, der Markt verliert sofort ganz, ganz, ganz viel. Ja, dann kann das Programm so viel stoppen, wie es will. Wenn es das nicht mehr rechtzeitig schafft abzuwerfen, weil der Kurs so extrem einbricht, ja, dann kann auch euch das Programm nicht davor schützen. Das heißt, der Finanzmarkt bleibt hochspekulativ. Tja, und das verschweigen die einem hier gerne. Das schreiben die zwar auch auf ihrer Webseite, so wie es vom Gesetzgeber eigentlich gewollt ist. Zumindest meistens schreiben sie das dann so auf die Webseite. Ja, aber das nützt ja nichts, wenn man dann hinterher dem Kunden irgendwas ganz anderes erzählt. Und dann können Sie also die Summe nochmal investieren, zum Beispiel in andere Aktien oder Rohstoffen. So, Sie können etwas verlieren, aber unser Finanzberater und unser Handelsprogramm sieht, wenn Sie nicht 100 Euro, sondern nur ein bisschen verlieren. Aber wie gesagt, Sie haben immer Möglichkeiten, wo Sie mehr bei uns gewinnen könnten. Okay. Ja, also, wie gesagt, je schneller Sie beginnen, desto mehr können Sie bei uns verdienen. Und natürlich
Also ich kann nicht sagen, dass sie nicht verlieren sollten. Sie können das machen, aber wie gesagt, der Finanzberater wird alles Mögliche machen, damit sie mehr wie möglich Geld bei uns verdienen. Ja. Ja, nach diesem ganzen Blabla hat er dann tatsächlich auch mal gesagt, man, natürlich kann man das alles irgendwie verlieren. Ja, aber das hat er irgendwie so gut erklärt, dass man nicht das Gefühl hat, als könnte man dort alles verlieren. Ich meine, nach diesem ganzen riesenlangen Erklärungstext, der eigentlich von vorne bis hinten keinen Sinn ergab, hat er dann hier doch ganz kurz noch erwähnt, natürlich kann man das alles verlieren, aber und Blabla bla, und der Finanzberater. Tja, irgendwie unseriös, oder? Ich meine, klar, jeder versucht da sein Produkt am besten anzupreisen, ist ganz logisch. Ja, aber auch wenn der Vergleich falsch ist. Ich vergleiche den Finanzmarkt auch immer gerne mit Pferdewetten. Das Pferdchen, auf das ihr setzt, kann vielleicht 100 Jahre lang immer gewonnen haben. Na gut, so alt werden Pferde nicht, aber das ist erstmal egal. Ihr habt immer auf dieses gleiche Pferd gesetzt. Das Pferd hat immer gewonnen. Ja, aber das Pferd kann auch mal krank sein. Genauso ist es auch auf dem Börsenmarkt. Der Bitcoin ist euer Pferdchen. Und das Pferdchen, das kann mal krank sein. Und dann stürzt der Kurs. Und dann war's das mit der Kohle. Tja, und da ist es egal, ob ihr vorher 100 Jahre lang immer nur Gewinne erzielt habt. Da reicht ein schlechter Tag. Denn ist alles, was ihr jemals damit erzielt habt, mit einem Schlag weg. Wenn darauf alles auf eine Karte gesetzt wurde, natürlich. Ja klar, man kann das Geld auch splitten, macht man in der Regel auch so, und man setzt nicht alles auf eine Karte. Ja, aber im Grunde genommen, es verlockt halt immer wieder. Ne? Gerade wenn eine Währung steigt, wenn das schon immer ganz gut lief, dann steckt man da natürlich besonders viel Geld rein. Und es ist egal, ob alles weg ist. Es ist auf jeden Fall was weg. Aber hier bei dieser Plattform, da kann gar nichts weg sein, weil letztendlich spielt ihr nur mit einem Demokonto. Die Erklärungen hier sind schon mal ganz, ganz anders als bei den meisten Betrügerfirmen. Das wirkt hier tatsächlich schon mal besser. Also ich sag mal seriös, es ist immer noch nicht so, wie er hier erzählt, aber das Ganze ist schon mal besser. Und der Typ wirkt auch erstmal, zumindest mit dem ganzen Blabla, schon mal ein kleines bisschen intelligenter als der Rest. Sonst hatten wir ja hier oftmals so eine Flachzange, wo man dann dachte, ach du Scheiße, wer soll auf sowas reinfallen? Naja, der ist hier schon doch ein bisschen stabiler in der Beratung als die anderen. Auch wenn das alles Blödsinn ist und bla bla. Aber man muss ja mal jetzt mal von dem Standpunkt ausgehen, ihr seid ein Kunde, der gar keine Ahnung hat und ja gar keine Fragen, weil er keine Ahnung hat. Weil woher sollen die Fragen kommen, wenn ihr gar nicht wisst, was ihr fragen sollt? Ja, und dann erzählt er da seine Geschichte und ein Kundenberater, der sehr, sehr viel erzählt. Also ich meine, das lernt ihr, wenn ihr so mit Kundenberatung und so mal zu tun habt, dann lernt ihr das eigentlich immer wieder. Man kann den Kunden zwar totquatschen, aber man kann den Kunden auch so lange überfordern mit dem Gequatsche, dass er einfach alles kauft, was ihr da anbietet, weil es sich erstmal gut angehört hat und der gar keine Zeit hatte zum Nachdenken. So funktionieren halt eben Verkaufsgespräche. Am Telefon besonders gut, weil letztendlich seht ihr den Gegenüber nicht. Das heißt, was also die Optik angeht eines Menschen, die Sympathie fällt schon mal raus. Da braucht man gar nicht drüber nachdenken, am Telefon sind alle Menschen gleich. Da kann einem höchstens die Stimme irgendwie gefallen und nervig wirken, aber dieser optische Aspekt, ob man jemandem vertraut, ist hier schon mal komplett weg. Und wenn euch jemand von vorne bis hinten zumüllt mit irgendwelchen Informationen, die erstmal alle gar nicht so scheiße klingen, auch wenn sie denn am Ende vielleicht nicht so ganz richtig sind, aber naja, der macht auf jeden Fall mehr als alle anderen. Und das könnte natürlich sein, dass jemand dann auch hier eher auf diesen Betrug reinfällt. Natürlich gilt das immer nicht für alle, das ist ganz klar. Jeder Mensch ist anders. Tja, aber es gibt die Menschen, die Geld in sowas investieren. Und hier sehe ich die Chancen schon wieder eher höher, dass da jemand investiert. Zumindest bis jetzt. Ja, und wie gesagt, Sie können schon heute Ihr Handelskonto aktivieren und schon heute beginnen bei uns handeln. Also wollten Sie heute Ihr Handelskonto aktivieren? Na, die Frage hatten wir ja schon. Ich wusste ja gar nicht, dass einer anruft. Also demzufolge hatte ich das jetzt noch nicht vor. Ja, aber schauen Sie mal. Also Sie erstellen Ihr Konto, Sie aktivieren. Also das Konto, ich leite Sie sofort weiter und dann können Sie schon heute oder morgen mit unserem Finanzberater kontaktieren, eine Strategie wählen und schon beginnen zu handeln. Also heute denn schon? Ja, also wir bekommen eine Bestätigung von der Bank und Sie sehen dann Ihr Geld auf Ihr Konto und dann leite ich Sie sofort weiter zu unserer Finanzabteilung und unser Finanzberater oder Analytiker wird mit Ihnen kontaktieren.
Ja, also was denkst du daran? Weiß ich nicht. Ja, also wollten Sie das Geld auf dem Finanzmarkt gewinnen? Ja, schon. War ja da eine Werbung. Ja, wollten Sie, ja? Ja. Ja, also dann, wie gesagt, wir können schon heute Ihr Handelskonto aktivieren und schon morgen können Sie also das Geld bei uns beginnen zu gewinnen. Achso, ich dachte heute denn schon. Wie bitte? Ich dachte heute denn schon. Also schauen Sie mal, also Sie also machen eine Überweisung oder aktivieren Ihr Konto und wir also warten auf die Bestätigung von der Bank, also dass das Geld abgebucht wurde. Dann, wie gesagt, hält dieses Wort weiter. Also das kann von 1 bis 2 Tagen dauern. Also Sie verlieren nur einen Tag, das ist nicht so wichtig. Ja, also dann wollten Sie heute Ihr Handelskonto aktivieren. Ob ich das wollte? Wie bitte? Wie meinen Sie das? Ja, also wollten Ihr Handelskonto heute aktivieren. Na, wie gesagt, ich wusste ja nicht, dass Sie heute anrufen. Demzufolge wollte ich das bis jetzt gerade noch nicht. Aber jetzt kommen wir ja dann. Wenn Sie jetzt schon einmal dran sind an der Leitung, dann kann man das ja vielleicht machen. Ja, und das haben wir wieder. Die ständigen gleichen Fragen. Das ist bei diesen komischen ausländischen Callcentern immer wieder das Gleiche. Denn ja, irgendwie scheinen die nicht so richtig eine Schulung zu bekommen. Also zumindest habe ich immer das Gefühl, die kriegen ihren Deutsch-Crash-Kurs und ihren Zettel, den sie ablesen können. Was aber wirklich ein bisschen auffällig ist, die Callcenter-Fragen stellen dich das Gleiche. Ob man das denn jetzt wirklich machen will oder ob jetzt das oder dies oder immer wieder das Gleiche. Welches Zahlungsmittel, wie alt? Die Fragen kommen immer wieder, wenn man sie nicht gleich beantwortet hat, weil sie das nämlich irgendwo ausfüllen müssen, warum auch immer. Naja, und das würde euch in einem deutschen Callcenter so wahrscheinlich nicht passieren. Denn wenn man sich einmal vom Kunden abgeholt hat, dass der das möchte, dann ist das wie ein Fisch am Haken von der Angel. Die lassen euch nicht mehr los. Hier ist aber ständig die Gefahr, dass ihr wieder abspringt, indem ihr dann sagt, ach nee, denn doch nicht mehr, weil er jetzt schon zum 100. Mal gefragt hat, ob ihr das denn immer noch wollt. Das ist natürlich in einer Verkaufsschulung, naja, eigentlich furchtbar, was hier so passiert. Das ist immer wieder das Gleiche, dass jedes Mal die gleichen Fragen immer wieder wiederholt werden und es zieht sich wie ein Kaugummi und ist eigentlich nur noch langweilig. Ja, das versuche ich natürlich immer so ein bisschen irgendwie doch noch ein bisschen aufzupeppen. Deswegen antworte ich halt auch immer wieder irgendwas anderes, weil sonst, glaube ich, würde keiner mehr die Videos hören, wenn hier tatsächlich jedes Gespräch exakt gleich abläuft. Naja, aber das kommt halt eben nur, wenn die Qualität fehlt von dem Ganzen. Und das zeigt eben auch schon mal, dass hier eine Schulung nicht so richtig stattgefunden hat. Das ist zwar jemand, der so ein bisschen was drauf hat, also immer, ja, also ihr wisst, was ich meine im Vergleich zu den anderen jetzt. Wir haben ja hier schon viel, viel gruseligere Sachen erlebt, wo man sich denkt, ach du Gott, wie kann der jemals überhaupt jemanden betrügen am Telefon? Ja, aber bei dem hier, naja, da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Ich meine, klar, die verdienen alle ihr Geld. Sonst wird es die Callcenter nicht geben. Aber der ist zwar schon besser, aber naja, perfekt sind die alle irgendwie nicht. Aber eigentlich nur gut, ne? Also was meckern wir da auch drüber. Aber es ist mir halt aufgefallen. Ja, aber ich habe gesagt, dass Sie auf den Finanzmarkt gehen, also einfach probieren wollten, ja, also wie das läuft. Mhm. Ja, also das, wie gesagt, wir können schon heute Ihr Handelskonto aktivieren. Und schon morgen können Sie, oder noch heute, können Sie mit unserem Finanzberater kontaktieren. Okay, und wann ruft der an? Wie bitte? Wann ruft denn der an? Ja, also Sie können zum Beispiel mit, also per WhatsApp oder per Handy kontaktieren. Und das kann also zum Beispiel morgen sein. Was ist Ihnen? Ja, aber wieso per WhatsApp? Also, ja, haben Sie WhatsApp oder nein? Ja, ich habe schon WhatsApp, aber das nutzt man doch nicht für sowas. Ja, also dann, Sie können zum Beispiel mit unserem Finanzberater per WhatsApp oder also per Handy kontaktieren. Das ist nicht so wichtig, das ist besser bei Ihnen. Ja, wie gesagt, WhatsApp ist ja komisch für Bankgeschäfte. Das, das nimmt man ja nur privat. Und wenn überhaupt, das sollte man ja eigentlich auch gar nicht nutzen. Okay, dann können Sie zum Beispiel per Handy einfach kontaktieren.
Ja, nur noch mal kurz für alle die auf diesem Kanal hier ganz neu sind. Ja, man hört des Öfteren mal irgendwelche lustigen Geräusche im Hintergrund. Entweder sind sie gerade mit Absicht von mir ausgelöst, ja, oder ich mache halt einfach gerade einen Haushalt, ne? Anders kann man das hier auch irgendwie nicht ertragen. Ich meine, ich mache das natürlich zu Aufklärungszwecken, aber diese Anrufe sind unfassbar langweilig teilweise und auch sehr nervig manchmal. Und da mache ich halt einen Haushalt nebenbei und naja, so ist das Ganze dann eben schon nicht mehr langweilig und nervig. Dann höre ich halt einfach zu, antworte ab und zu mal ein bisschen was und gucke, dass ich halt möglichst das Gespräch noch mitverfolge, was wir da eigentlich führen. Ja, aber ich mache halt sinnvollerweise nebenbei halt einfach einen Haushalt. Das bietet sich hier ganz gut an, weil ich eh ganz viel von zu Hause aus arbeite. Naja, und dann, wenn das Telefon klingelt, gehe ich da halt ran und mache in der Zeit, wenn ich denn so jemanden am Telefon habe, stehe ich halt von meinem Schreibtisch auf, tue so nur noch, als würde ich großartig am Computer sein. Klar, manchmal mache ich auch die Eingaben am PC, um das noch nachzuverfolgen und mich da auch einzulocken, wenn ich irgendwas antworten muss, wo ich auch sehen muss, was ich da vor mir habe, denn ist ganz klar, das mache ich dann kurz am PC. Ja, aber solange kann man mal eine Waschmaschine anschmeißen, die Wäsche aufhängen, bügeln, den Geschirrspüler einräumen, ja, oder was eben sonst noch so alles im Haushalt anfängt oder anfällt. Ja, und so ist die Zeit zumindest nicht ganz verschwendet. Und ich meine, gut, ist es sowieso nicht, weil letztendlich hat es ja immer einen Aufklärungsfaktor. Ja, aber ich habe sie für mich sinnvoll multitaskweise genutzt. Ich meine, sonst würden wir hier das Pensum von täglich, also momentan zumindest täglich ein Video gar nicht irgendwie schaffen, weil letztendlich habe ich ja logischerweise auch noch ein Leben, was ich nebenbei führen muss und muss meine Rechnung genauso bezahlen wie alle anderen und dementsprechend muss man ja hier irgendwie gucken, dass man das Ganze unter einen Hut bekommt, ne? Okay. Ja, okay, also dann sagen Sie bitte, mit welchem Betrag wollten Sie empfangen? Weiß ich nicht, wie viel ist denn sinnvoll? Ja, wie gesagt, Sie haben drei Möglichkeiten, mit 250 Euro, 500 oder 1000 Euro. Ja, und je mehr Sie investieren, desto mehr können Sie verdienen, natürlich. Ja, wie viel Gewinn macht man denn mit 250 Euro? Und wie viel werden Sie verdienen? Ja. Also, das kennt Sie, wie gesagt, vom Finanzmarkt. Das verändert sich sehr schnell. Und also das kennt von Finanzmarkt und natürlich, wie gesagt, von 10-15% pro Monat bekommen Sie garantiert. Aber alles verändert sich sehr schnell und mit der Zeit können Sie natürlich mehr gewinnen. Ja. Also das kennt vom Geld aus Ihr Konto. Wie gesagt, je mehr Sie investieren, desto mehr Sie gewinnen. Also das ist selbstverständlich. Okay. Und Wann macht man da Gewinne? Wie lange dauert das? Wie lange dauert was? Na, bis man da Gewinne macht. Ja, also Sie können zum Beispiel investieren und schon zum Beispiel in einer Woche oder früher können Sie also erstes Gewinn bekommen. Also das kommt vom Finanzmarkt. Also wenn unser Handelsprogramm und Finanzmarkt sie das Geld schon austeilen könnten. Ja. Also nach einer Woche denn? Ja, Sie können, handeln natürlich selbst, aber sowieso bekommen Sie eine Unterstützung von unserem Finanzberater und Handelsprogramm. So können Sie jederzeit also das Geld auszahlen. Ja, also muss ich das dann alleine machen da mit dem Öffnen und Schließen und so? Wie bitte? Also muss ich das mit dem Öffnen und Schließen denn alleine machen? Ja, also Sie können allein handeln, also wie gesagt, sowieso bekommen Sie eine Unterstützung von unserem Finanzberater. Ja. Wir haben viele Experten in dieser Branche, die also mehr als 10 oder 9 Jahre auf dem Finanzmarkt handeln. Also Sie sind ganz erfahrene Experten. Ja, was war das denn? Und der heißt denn Tesla oder wie heißt der Mann? Wie heißt der Mann? Ja. Welcher Mann? Na, der da helfen soll. Also wir haben Finanzberater. Ja, und ich weiß nicht genau, wer mit Ihnen arbeiten will. So, also. Ja, und wir haben viele Finanzberater, viele Finanzanalytiker. Und so, ich weiß nicht genau, also wer mit Ihnen arbeiten wird. Ja, und was war das mit dem Tesla? Wer ist denn das? Mit Tesla, also das ist unser Handelsprogramm. Ach
So, ich dachte, weil ja, dann muss ich mit dem Tesla-Programm alleine handeln, oder wie? Also, Sie handeln nicht allein. Sie bekommen, also, Sie handeln mit unser Finanzberater und Handelsprogramm. Und das ist unser Handelsprogramm. So. Und Sie aktivieren Ihr Konto und dann leite ich Sie weiter zu unserer Finanzabteilung. Ja. Und dann besprechen Sie eine Strategie mit unserem Finanzberater oder Finanzanalytiker. Und dann zeigt er Ihnen unser Handelsprogramm und wie Sie mit Tesla, also das Geld auf dem Finanzmarkt verdienen können. Ach so, also der Mann, der zeigt mir das denn erst. Also ich höre Sie ein bisschen schlicht. Ja, ich sage, der Mann, der zeigt mir das denn erst. Ja, genau, er zeigt es natürlich. Also wie Sie gesagt haben, Sie haben keine Erfahrung, so er zeigt also das Programm. Wir haben eine App für Handy und für Computer. Oh. Und so können Sie jederzeit, also irgendwo, also unsere App benutzen, um das Geld zu gewinnen. Ja. Und kann man sich den Mann, der da handelt, aussuchen? Nochmal bitte? Kann man sich den Mann, der mir da helfen soll, aussuchen? Also kriegt man da irgendwie Bilder oder sowas zu sehen? Also, wie gesagt, wir haben viele Finanzberater. Und ja. Ich weiß nicht genau, wer mit denen arbeiten wird. Ja, aber kann man sich da einen aussuchen, dass ich dann sage, ich möchte den haben? Gibt es da irgendwie eine Seite, wo Bilder drauf sind oder so? Ja, aber sowieso bekommen Sie eine Unterstützung von unserem Finanzberater und Analytiker. Und er hilft Ihnen, gibt Ihnen verschiedene Ratschläge. Ja. Und wenn Sie natürlich also eine Angst haben, wissen nicht, was und wie investieren, dann hilft er natürlich Ihnen. Ja, also der Typ, der erzählt ja wirklich unfassbar viel um den heißen Brei herum. Ich meine, ich stelle auch unfassbar viele dämliche Fragen teilweise und ja gut, aber auch viele Fragen, die man vielleicht auch wirklich so stellen könnte. Grundsätzlich geht es mir ja hier immer darum, dass ich möglichst viel Zeit von denen verplempern kann. Und das funktioniert hier in dem Callcenter auch richtig gut, weil der Mitarbeiter, der befolgt eine Regel überhaupt gar nicht. Und zwar die goldene Regel des Callcenter-Mitarbeiters: Der Mitarbeiter übernimmt die Führung des Gesprächs. Irgendwie habe ich das hier aber getan, weil jedes Mal, wenn ich was frage, dann erzählt er ja wieder eine Stunde und verplempert eigentlich selbst seine Zeit. Ja, genau so arbeitet man eigentlich, wenn man selbst in guten Callcentern arbeitet man so eigentlich nicht, weil das ist absolut unwirtschaftlich, wenn der Mitarbeiter die ganze Zeit nur irgendein Dünnschiss labert. Kurz, knackig auf den Punkt, fertig, nächstes Thema. So geht das eigentlich in der heutigen Zeit. Ich meine, klar, ist ja ganz schön, wenn man jemanden Smalltalk hält. Ja gut, aber ein 2-Stunden-Gespräch, und dann immer noch nichts gebacken bekommen, das ist dann wie immer nur bei den tollen Callcentern hier immer wieder das Gleiche. Tja, auch wenn es tatsächlich momentan wieder ziemlich schwierig geworden ist, die Callcenter so lange hinzuhalten, dadurch, dass die Community auf YouTube ja ordentlich wächst, ich glaube, die stellen schon ziemlich schnell fest, dass da jemand von YouTube dran sitzen könnte. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Momentan ist aber solche Gesprächslängen gar nicht mehr so üblich jetzt hier auf dem Kanal, weil es gar nicht machbar ist. Die legen schon viel zu schnell auf, haben gar keinen Bock mehr und weiß ich nicht, woran das liegt. Aber ich schaue, dass ich die Gespräche in Zukunft trotzdem auch wieder irgendwie ein bisschen in die Länge ziehen kann. Aber es soll ja letztendlich auch immer nicht das Gleiche sein. Und so eine Schnipselpartys, die feiert ihr ja eigentlich auch. Wir bleiben nicht allein. Ja, das ist ja schon mal ganz gut, dass ich denn da nicht alleine bin. Ja. Aber man kann sich den dann nicht aussuchen, also dass man sich da irgendwie einen Katalog anguckt und dann kann man sich da einen nehmen. Was für ein Katalog? Na, ob man die Leute da, die Männer, ob man sich da einen aussuchen kann. Weil ich will ja dann auch einen Hübschen haben. Also, Sie wollten mit unseren Kunden kontaktieren, oder? Nee, den Berater, da möchte ich ja einen Hübschen. Also, wir wollten mit unserem Finanzberater kontaktieren. Hm? Ja, aber schauen Sie mal. Also, wir haben viele Kunden, also, die bei uns handeln wollten. Ja. Und unser Finanzberater oder Analytiker, die können nicht dazu Zeit bieten, also für jeden Kunde. Viele von neugierig wollten sofort mit unserem Finanzberater alles absprechen und so weiter. Aber wie gesagt, sie haben eine Arbeit und ich kann nicht mit unserem Finanzberater kontaktieren. Aber
wie gesagt, wenn Sie Ihr Handelskonto bei uns erstellen und aktivieren, dann leite ich Sie sofort weiter und dann sprechen Sie mit unserem Finanzberater oder Analytiker sofort und ersprechen alles, was Sie wollen. Ja, also ich kann mir dann keinen aussuchen, sondern ich kriege dann einfach einen. Nochmal bitte? Ich sage, ich kann dann mir keinen aussuchen, sondern ich muss den nehmen, den ich da bekomme. Ja, also wie gesagt, Sie aktivieren Ihr Konto und ich leite Sie sofort weiter und können Sie sofort mit unserem Finanzberater kontaktieren. Okay. Ja, also dann, wie ist das bei Ihnen? Wir haben viele Kunden, die gar keine Zeit haben und Sie kontaktieren mit unserem Finanzberater nur 10 Minuten pro Woche, also am Wochenende. Ach, so und, wenig denn. Wie bitte? So wenig denn, also mehr braucht man da nicht an Zeit. Ja, aber diese Leute haben Arbeit und nicht so viel Zeit für den Finanzmarkt. Aber Sie wollten etwas an den Finanzmarkt gewinnen. So kontaktieren Sie, also wenn Sie Freizeit haben. Ja. Und natürlich, wenn Sie, ich weiß nicht, keine Arbeit haben oder viel Freizeit haben, dann können Sie jederzeit, wenn Sie wollen, mit unserem Finanzberater kontaktieren. Also diese Leute arbeiten für Sie und machen alles, damit Sie mehr wie möglich Geld bei uns verdienen. Achso, dann kann ich auch öfters mit dem telefonieren, wenn der mehr, also wenn ich mehr Zeit habe. Also wollten Sie später telefonieren? Nee, die Frage war, ob ich mit dem dann auch öfters als nur 10 Minuten reden kann. Ja, aber wie gesagt, viele Kunden wollten mit Finanzberater alles schnell absprechen. Aber unsere Finanzberater haben sowieso viel Arbeit und sie können nicht mit jeder Kunde also sprechen. Ja, das ist ja okay denn. Aber ja. Ich habe ja mehr Zeit als 10 Minuten jeden Tag, kann ja länger. Ja, und was wollten Sie mit ihm sprechen? Vermutlich kann ich Ihnen also helfen. Nee, jetzt noch nicht, erst wenn es soweit ist. Ja, also dann, wie gesagt, wir können schon heute Ihr Handelskonto aktivieren. Mhm. Wollten Sie heute beginnen? Ja, ich habe jetzt mit dem Anruf nicht gerechnet. Also demzufolge dachte ich da ja jetzt noch nicht dran. Aber wenn Sie sagen, das müssen wir heute machen, dann ja, können wir ja machen, dann können wir mal probieren. Ja, und hier wiederhole ich mich ja jetzt auch schon das dritte Mal mindestens. Er fragt mich jedes Mal, wollte ich das Konto heute aktivieren? Nein, ich wollte heute das Konto nicht aktivieren. Habe ja nicht mit dem Anruf gerechnet. Aber wenn er jetzt gerade mal dran ist, ja dann klar, warum nicht? Der macht ja einfach den Fehler, dass er grammatikalischen Unsinn redet die ganze Zeit und wundert sich jedes Mal über die Antwort, weil die Antwort ist jedes Mal zweideutig. Ich sage ja gleichzeitig Nein und Ja. Also er macht sich das Leben ja selbst schwer, aber das ist halt wieder das Problem, wenn man die Sprachbarriere ins Ausland hat und die Typen gar nicht so richtig wissen, was da eigentlich gemeint ist. Genauso wie das Thema, ob ich mir hier nicht einen schmucken Mitarbeiter selber aussuchen kann. War jetzt ja eigentlich meine Intuition, aber irgendwie hat das nicht begriffen. Ich wollte mir doch nur die Mitarbeiter vorher mal angucken und dann nehme ich mir den aus, der mir optisch gefällt. Also genau das, was ich vorhin gemeint habe, man hört ja am Telefon nur die Stimme und ich wollte noch Sympathie entscheiden. Ja, aber das kriegt er ja irgendwie nicht zusammengebacken, dass das das bedeuten könnte. Und dann erzählt er wieder jede Menge ringsrum und verbraucht die ganze Zeit seine eigene Zeit und eigentlich ergibt das alles gar keinen Sinn, was er sagt, weil, naja, letztendlich ist es ja sowieso alles nur gelogen, aber Geschichten erzählen kann er hier schon mal ganz gut und sehr souverän, auch wenn das letztendlich unterm Strich Blödsinn ist, aber naja, lassen wir mal weitermachen, ne? Ja, also dann, mit welchem Betrag wollten Sie anfangen? Ja, wenn es geht, halt unter 200, ne? 250 Euro, ja? Naja, wenn Sie sagen, dann müssen wir das also machen, ja. Ich hätte erstmal weniger gemacht, wissen Sie, weil es ist ja ganz schön viel Geld. Dann können wir mit 250 Euro beginnen, kein Problem. Also wie gesagt, mit der Zeit natürlich werden Sie mehr verdienen. Und natürlich, also zum Beispiel in einem Monat wollten Sie mehr, also einzahlen. Also das ist kein Problem. Sie können jederzeit, also das Geld einzahlen und jederzeit, also das Geld auszahlen. Ja. Mhm. Ja, okay. Also dann, also sagen Sie bitte, wir haben drei Möglichkeiten, wie Sie Handelskonto aktivieren könnten. Sie können mit, also Online-Banking, mit Kreditkarte oder mit Bitcoin das machen. Also was ist besser bei Ihnen? Haben Sie Online-Banking oder Kreditkarte? Was war das dritte? Das habe ich nicht verstanden.
Haben Sie Online-Banking oder haben Sie eine Kreditkarte? Ja, das habe ich. Haben Sie Kreditkarte? Ja, habe ich auch, ja. Ja, und dann wie es beste bei Ihnen? Sie können per Online-Banking oder per Kreditkarte das machen. Mhm. Ja, also wie Sie wollen. Mhm. Ja, also... Was gab es da noch für eine Variante? Sie hatten ja vorhin drei gesagt. Ja, und die dritte Möglichkeit, das ist per Bitcoin. Achso, wie geht das denn? Ja. Wie macht man das? Entschuldigung, wie bitte? Wie macht man das mit Bitcoin? Also, Sie bekommen einen Link und dann können Sie per Link also einfach mit Bitcoin also bei uns handeln. Also einfach 350 Euro in Bitcoin auf Ihr Konto überweisen. Okay, und wie geht das? Wie bitte? Wie funktioniert das dann? Ja, also das ist wie mit Kreditkarte oder anderen Banken. So. Sie also überweisen also das Geld auf Ihr Konto. Ja. Und ja, also dann können Sie bei uns also diese Bitcoin, also 350 Euro, also investieren. Ja, dann würde ich das mal so probieren, ja. Das habe ich noch nie gemacht. Und haben Sie Bitcoin? Nee. Ja, und also, Sie können nur mit Bitcoin, also, ja, wie gesagt, einzahlen. Also, wenn Sie kein Bitcoin haben, dann können Sie mit Online-Banken oder Kreditkarte das machen. Ach so, dann kann man nicht mit Bitcoin bezahlen. Ich dachte, man kann das denn da irgendwie so tauschen oder so. Ich kenne mich ja damit auch noch nicht so aus. Ja, also wie gesagt, wenn Sie keine Bitcoin haben, ja, dann können Sie mit Online-Banking und Kreditkarte das machen. Ja. Also nicht alle Kunden haben Bitcoin, sondern wir haben solche Möglichkeiten. Ja. Mhm. Aber PayPal geht nicht. Wie bitte? PayPal geht nicht. Also haben Sie Online-Banking zum Beispiel? Ja, nee, Online-Banking, na doch, Online-Banking habe ich, aber ich hab gefragt, ob PayPal geht. Ja, also dann wie das Beste bei Ihnen. Wie können Sie Ihr Handelskonto aktivieren? Mit Online-Banking oder mit Kreditkarte? Na, PayPal wäre am einfachsten. Mit PayPal? Mhm. Also, ich weiß das nicht genau. Ich muss das jetzt absprechen. Einen Moment bitte, ich weiß nicht genau, ob es möglich ist. Ja. Ja, also wir werden das nochmal also mit unserer Finanzabteilung absprechen. Ich weiß nicht genau, aber vermutlich ist es besser bei Ihnen ein also online, also mit Online-Banking einfach das machen. So, also mit PayPal geht das nicht. Also haben Sie kein Geld auf Online-Banking, ja? Doch. Haben Sie kein Geld also auf Online-Banking? Doch. Ja, und vermutlich dann mit Kreditkarte? Also ich weiß jetzt nicht, wo da jetzt das Problem ist. Er fragt mich zweimal das Gleiche und ich sage zweimal, dass ich Geld auf meinem Konto habe. Ich meine, wer hat nicht Geld auf seinem Konto? Ich meine, klar, mehr oder weniger, aber was soll die Frage? Ich meine, irgendwie, weiß ich nicht. Ich meine, da sickert dann doch so ein bisschen wieder die Intelligenz durch, wo er herkommt, aber das könnte wahrscheinlich daran liegen, dass er halt einfach aus der Region ist und sich deswegen, ja, wenigstens so ähnlich verhält wie alle anderen da am Telefon. Tja, irgendwo scheitert es denn doch immer bei denen. Tja. Weiß ich auch nicht, wo die ihre Intelligenz herholen, aber naja, wenn sie sich das Leben selber schwer machen wollen und sich denn darüber wundern, dass sie da irgendwie nicht fertig werden am Telefon, umso besser für die Leute, die eben beschissen werden sollen. Na, geht ja beides, habe ich ja gesagt. Also Sie können nur mit PayPal das machen, ja? Nö. Nee. Also Sie haben nur eine Möglichkeit, also mit PayPal, ja? Nö, nee, ich habe alle Möglichkeiten. Ja. Dann, wie gesagt, warum wollten Sie nicht mit Online-Banking das machen? Na, weil kann man sich doch aussuchen. PayPal kann man doch sonst auch auswählen. Und da, das nehme ich halt meistens, weil da ist am bequemsten. Also wollten Sie, also Sie haben eine Möglichkeit mit Online-Banking das machen, aber Sie wollten nicht. Na doch, geht ja auch. Aber die Frage war ja, ob Sie PayPal haben, dann wäre es ja noch einfacher.
Also, das ist für Sie einfach nicht, ob mein PayPal das machen, ja? Na, da ist am einfachsten, ja. Aber ich meine, ja, Kreditkarte oder Online-Banking geht ja auch. Ja, und die Zeit, wo er mit mir jetzt hier über die komischen Bankdaten philosophiert und die ganze Zeit irgendwie selber nicht weiterkommt und sich selbst die ganze Zeit im Weg steht, in der kompletten Zeit hätten wir doch eigentlich schon eine PayPal-Überweisung machen können. Ich meine, klar, dann hätte ich irgendwelche anderen Gründe gehabt, warum das Ganze nicht funktioniert, ist ja logisch. Naja, aber der macht sich das Leben hier ja tatsächlich echt selbst schwer. Ja, verstanden. Okay, also dann... Also, ich habe Finanzabteilung das gesagt. Jetzt warte ich auf die Antwort. Ja. So, ich weiß es nicht genau, aber wenn es nicht klappt, dann ist es möglich mit Online-Banking oder mit Kreditkarte das machen. Ja, ja, das kann man dann machen. Okay. Also dann, also warten wir auf eine Antwort und also dann sagen Sie bitte, also ich habe keine Erfahrung aus dem Finanzmarkt, ja. Genau. Und vermutlich haben Sie Freunde oder Bekannten, die auf dem Finanzmarkt gerade sind. Nee, die sind alle doof. Die können das alle nicht. Und also warum haben Sie also entschieden, auf dem Finanzmarkt also das Geld gewinnen und einfach handeln? Ja, na klar. Dann, wenn man da Geld verdienen kann durch nichts tun, dann ist doch gut. Also, und suchen Sie also nach passives Einkommen, ja? Also, Sie haben eine Haupteinkommensquelle und wollten bei uns also einfach das Geld automatisch passiv jeden Tag gewinnen, also bekommen, ja? Genau, das stand ja so in der Werbung. Verstanden. Und also, sagen Sie bitte, wie alt sind Sie? Ich bin 29. Und Sie? 29. Ich bin 23. Okay. Und wissen Sie schon, also... In welche Aktien oder Kryptowährungen oder Rohstoffen wollten Sie investieren? Na, kann man bei euch auch so ganze Bitcoins kaufen, also dass man da so einen Coin dann hat? Ja, also Sie können in Bitcoin bei uns investieren. Wie gesagt, wir haben viele Finanzinstrumente. Ja. Also dann kann man den ganzen Coin bei euch kaufen, dass man den dann hat. Also Sie wollten in Bitcoin investieren, ja? Ja, wenn man da so einen Coin kaufen kann, dann würde ich so einen nehmen, ja. Ja, also Sie können in Bitcoin und in andere Kryptowährungen investieren. Ja. Also ich bin nicht dazu sehr also zuständig, ich bin nicht so gut in dieser Branche, aber ich denke, dass also Bitcoin schon also 62.000 Euro kostet, oder? Vermutlich, das ist nicht so eine gute Möglichkeit, in Bitcoin investieren. Ja, ist ja schön, dass er das wenigstens einsieht, dass er nicht so gut in seiner Branche ist. Denn das, was er hier so alles erzählt, ist alles halt irgendwie, naja, immer nur so teilweise richtig, aber nie so richtig ganz. Und eigentlich kriegt man sowieso nichts von dem, was er einem da erzählen, weil letztendlich ist ganz klar, was mit eurem Geld, was da passiert, was wenn ihr das einzahlt. Man tut nur so, als würdet ihr damit spielen. Tja, ich finde das wirklich gnadenlos genial, wie der hier selber seine Zeit in dem Gespräch verplempert. Ja, okay, also dann, das funktioniert ja so, dass Sie müssen billige kaufen und teure verkaufen. Und natürlich, unser Finanzberater und Handelsprogramm wird Ihnen dazu helfen. Ja. Ja, und natürlich, Sie können also irgendwo arbeiten. Zum Beispiel, Sie müssen nur Internet haben. So, ja. Sie können zum Beispiel zu Hause bei der Arbeit handeln. Und es ist nicht so kompliziert und nicht, also das braucht nicht so viel Zeit. Und wie gesagt, unsere Finanzberater und Handelsprogramm bekommen Sie ganz kostenlos. So, Sie können jederzeit, also wenn Sie Fragen haben, dann können Sie jederzeit mit unserem Finanzberater kontaktieren. Ja. Ist ja schön, dass man das da alles kostenlos bekommt bei denen, aber naja, was nützt euch das, wenn ihr die gar nicht erreicht nachher, außer vielleicht per E-Mail und wenn ihr dann Glück habt, rufen sie an. Und dann rufen sie eigentlich auch nur an, um ja das Spielchen irgendwie noch auf die Spitze zu treiben, dass ihr da noch ein bisschen Geld überweist. Die rufen euch nicht an und zeigen euch, wie man da handelt, das ist kompletter Blödsinn. Weil erstens können die es garantiert nicht und zweitens der Nächste, der wird vielleicht ein bisschen klüger klingen noch,
Ja, und auch irgendwelche tollen Hokuspokus-Sachen da machen, um euch zu beeindrucken. Aber mehr wird da nicht hinterstecken. Letztendlich ist ganz klar, was mit der Kohle passiert. Ich meine, warum sollten die hier anrufen und sich ewig damit hinhalten, wenn sie da nur ein paar Prozente abkriegen von 250 Euro? Das bringt ja gar nichts, denn sich hier stundenlang am Telefon zu unterhalten und noch einen Mitarbeiter zu beschäftigen und eine Plattform bereitzustellen und einen Kundenservice und so weiter. Das geht überhaupt gar nicht. Das ist rein rechtlich oder rein rechnerisch gar nicht machbar. Rechtlich schon, aber machbar ist es nicht. Weil letztendlich wollen die nur verdienen. Naja, und das ist klar. Die verdienen daran, indem sie einfach 100% von eurer Einlage nehmen. Und dann ist das Geld weg. Und die tun nur so. Tja, ich meine, ich sage es immer wieder, aber man muss es halt auch immer wieder verdeutlichen. Ich weiß ja nicht, wann ihr hier in diese Videos immer einsteigt, um zuzuschauen. Viele hören es ja komplett durch, aber laut Statistik spulen auch manche hin und her und überspringen dann natürlich solche Sprachstellen. Von daher, ich versuche halt immer wieder darauf einzugehen, lasst die Finger davon. Lasst euch von denen nicht blenden. Egal wie gut es klingt, auch wenn da mal noch jemand Intelligenteres dran ist, als was wir jetzt haben. Finger weg von lassen. Es gibt ja auch Deutsche, die da tatsächlich mit telefonieren. Auf jeden Fall die Finger von lassen, weil ihr verbrennt euch die Finger dabei und die Kohle ist dann weg. Und was habt ihr denn davon? Und Weihnachten steht vor der Tür. Also was soll das? Kann man denn da anrufen oder wie? Wie denn? Da kann man dann einfach anrufen. Ja, also ich weiß nicht genau, also wie es besser bei Ihnen. Und Sie können zum Beispiel per soziale Netzwerke also im Kontakt bleiben und einfach also per Handy oder per E-Mail, also das wie es besser bei Ihnen. Ja, das hat euch ja tatsächlich wieder ganz gut gemacht. Ich frage, ob man den Mitarbeiter dann, der mich da ja angeblich betreuen soll, ob man den dann anrufen kann, einfach so. Ja, und dann fängt er an, rumzudrucksen. Er weiß es nicht genau und irgendwie so und über Social Media und über WhatsApp und Telefon und ja, irgendwie über Handy und hä? Ja, und E-Mail hat er ja auch noch erwähnt. Ja, genau das sind die Wege, über die ihr die erreichen könnt. Höchstens, wenn ihr Glück habt, wenn die Bock haben, sich zu melden. Manchmal haben sie ja sogar einen Chat auf der Webseite, wo sie dann antworten, ja, wenn man schon Kunde ist, dann meldet sich der Berater. Das funktioniert tatsächlich dann so. Naja, aber die melden sich dann nur, um eben nochmal ein bisschen Geld bei euch zu holen. Nicht, um euch irgendwie zu helfen bei der Auszahlung. Oder man wird sich irgendwas ausdenken, warum man Geld überweisen muss bei der Auszahlung. Dass man erst nochmal 50 Euro aufladen muss und dann kriegt man das Geld raus. Dann kommen irgendwelche Gebühren, über die vorher nie gesprochen wurden, die lassen sich schon was einfallen. Aber eine echte Auszahlung, die wird es dann niemals geben. Na und anrufen? Ja, also Sie können, also, wie gesagt, einfach anrufen, das ist kein Problem. Ach so, okay. Haben Sie denn da schon mal eine Nummer? Also ich sehe, hier steht die Telefonnummer. Also, Sie haben bei uns Ihre Daten hinterlassen. Ich meine die Nummer, wo ich anrufen kann, ob Sie die schon haben. Einen Moment bitte. Also diese Information müssen Sie mit unserem Finanzberater absprechen. Ach so. Ja, also mal Butter bei den Fische. Das muss man mit dem Finanzberater absprechen. Den Finanzberater bekommt man aber erst dann, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Also wer weiß, ob es den Finanzberater überhaupt gibt und ob ihr den überhaupt bekommen werdet. Aber man sagt euch hier immer wieder, man bekommt diese Informationen erst dann, wenn ihr euer Geld eingezahlt habt. Ja, denn es ist zu spät, wenn ihr niemanden mehr erreicht. Dann braucht er die Telefonnummer auch nicht mehr. Also das ist doch kompletter Quatsch. Man kriegt, wenn man irgendwo einen Vertrag abschließt, erstmal alle Unterlagen zugeschickt und dann fängt man an zu bezahlen und nicht andersrum. Naja, aber die möchten das hier gerne so. Und naja, ich weiß es nicht. Es gibt halt Menschen, die sich an der Reihenfolge nicht festhalten und nicht darauf warten, dass sie erst die Unterlagen und alles beisammen haben und dann einzahlen, sondern eben genau umgekehrt. Erst einzahlen und dann warten, dass was kommt. Ja, nur dann könnt ihr da in dem Fall definitiv ganz lange darauf warten. Weil hier werdet ihr euer Geld einfach nie wiedersehen. Ist doch logisch. Einen Moment bitte. Okay, also ich habe die Information bekommen, dass wir mit PayPal das machen können. Können wir? Ist das gut bei Ihnen? Ja, geht. Ja, also das können wir machen. Ja, dann machen wir das mit PayPal. Ja, okay, also dann sagen Sie bitte, wie kann ich Ihnen also das alles schicken? Wollen Sie das dann per Post schicken? Per Post, ja. Mhm. Ja, also hier steht Ihre E-Mail-Adresse, ja, Klaus? Ja, weiter. Ja, weiter.
Ja, dann .penisskopf@googlemail.com. Ja. Das ist Ihre Mailadresse, ja? Ja, aber nicht mit Google Mail. Da muss was anderes hinten stehen. Also hier steht Google Mail, aber Sie benutzen Gmail, ja? Nee, das ist falsch. Also hinter dem @-Zeichen muss was anderes stehen. Ja, und was muss stehen? Da muss stehen @m. @n. MDCC. MDCC. TT. Ja, und dann fun.de. S.n. fun.de. Einen Moment bitte. Ja, und hier in dem Moment habe ich gedacht, er hat aufgelegt, aber nein. Dadurch, dass die Leitung hier schon über eine Stunde oder exakt eine Stunde, im Schnitt sind es 55 Minuten, aber ich schneide hier die Pause hier auch immer mit raus, wo man eben kurz nicht gesprochen hat, weil der Mitarbeiter sich wieder irgendwo rückversichern musste und das alles ewig dauert. Ja, da dachte ich, der hat jetzt aufgelegt, weil er meine E-Mail-Adresse vielleicht erkannt hat. Naja, hat er aber nicht. Er ruft tatsächlich jetzt nochmal an und das Ganze geht weiter. Das bedeutet im Grunde genommen nur, dass die Leitung hier von alleine aufgelegt hat, weil das System erkennt, oh, hier telefoniert jemand eine Stunde, hier legen wir automatisch auf. Das kann viele Gründe haben, eben um die Server zu entlasten oder, dass der Mitarbeiter vielleicht jetzt hier mal aufhören sollte als Warnsignal. Naja, aber wenn er dann nochmal anruft und das ganze Spiel auf die Spitze treibt, naja, bitteschön, machen wir weiter. Ja, wir haben jetzt gesprochen. Wie bitte? Also, hier ist Michael Mayer, wir haben vor kurzem gesprochen. Ach so, Sie hatten gerade aufgelegt, glaube ich. Ja, also vermutlich, das war zufällig. Ja, also... Ja, ja und dann können wir per E-Mail-Adresse mit ihm kontaktieren. Jetzt kann ich Sie gar nicht mehr so richtig zuordnen. Entschuldigung, noch mal bitte. Ja, ich sage, ich kann Sie jetzt gerade gar nicht so richtig zuordnen. Ja, aber ich kann Ihnen per E-Mail-Adresse also einen Link schicken. Ja. Und Sie können per PayPal das machen, wie Sie wollten. Ach so, der sind Sie, ja. Ja, dann schicken Sie mal per E-Mail, das hatten wir ja gerade abgeglichen und dann haben Sie aufgelegt. Ja, einen Moment bitte, ich muss Ihre E-Mail-Adresse zuerst finden. Ja. Ja, also können Sie bitte also das alles buchstabieren? Die ganze E-Mail-Adresse von mir? Ja, genau, die ganze. Na, also den Vornamen, Punkt, Nachnamen haben Sie ja da schon, ja? Ja, und können Sie bitte buchstabieren? Ja, und dann danach kommt dann ein @-Zeichen? Ja, genau. Und dann ein M? M wie Mario oder M? Na, M wie Mülleimer. Also M, ja? Wie ja, Mutter. Ja, genau, M wie Mülleimer. Dann kommt ein D. D? Genau, wie Dachschaden. Mhm. Dann kommt ein C wie Zeppelin. Ja. Dann kommt noch ein C wie Zeppelin. Na ja. Dann kommt ein F wie Freudenhaus. Also F? Genau, wie Freudenhaus. Ja. Dann kommt ein U wie Unterleibsschmerzen. Mhm. Ein N wie, Wie Nordenberg. Ja, zum Beispiel, genau. Dann kommt ein Punkt wie das Zeichen. Punkt. Mhm. Und dann ein D wie Dachschaden wieder. Und, mhm. Und dann kommt ein E wie, Express. Also, nee, ich hab verstanden. Mhm. Genau. Mhm. Okay, verstanden. Also, dann, ich kann per E-Mail-Adresse alles das schicken. Ja. Und dann? Mhm. Ja, und dann, wir können also persönlich das alles machen, sofort. Also dann kann ich das mit PayPal dann einzahlen, wenn Sie mir die E-Mail geschickt haben. Also ich habe ja noch nicht geschickt. Ach so, ich dachte, Sie haben das schon geschickt. Also es dauert auch eine Weile, bis das bei mir ankommt. Ne? Also wenn Sie das jetzt schicken, dann müssen wir ein bisschen warten.
Also wir müssen also ich muss das ein bisschen, also per Handy das machen. Also das ist ein bisschen kompliziert. Warum ist das kompliziert? Also ich kann das selbst nicht machen. Also dort benutzen sie zum Beispiel für unser Bitcoin, also für unser, also unser Bitcoin-Link, und das, dieses Link wissen sie nicht. Aha. Okay. Ja, also dann bleiben Sie bitte in Kontakt. Ich schreibe jetzt ein E-Mail. Ja, aber okay. nicht wieder auflegen. Und warum denn? Na, das letzte Mal haben Sie ja einfach aufgelegt. Ja, also Sie können einfach also E-Mail per Handy öffnen. Also sind Sie jetzt zu Hause? Ich bin jetzt zu Hause, ja. Ja, also dann können Sie, haben Sie zum Beispiel einen Laptop oder Computer? Ich habe einen Computer. Ja, können Sie dann bitte also diese E-Mail-Adresse einfach per Computer, also auf Ihrem Computer öffnen? Also ich soll mein E-Mail-Postfach jetzt aufmachen. Wie bitte? Ich sage, ich soll mein E-Mail-Postfach aufmachen. Ja, also ich schicke jetzt einen Link. Ja. Ja, und können Sie das, also wir müssen das zusammen machen. Ja. Okay. Ja. Können wir ja machen, ja. Ja, okay. Also ja. Einen Moment bitte, dann schicke ich. Ja, ich warte. Ja, hallo. Ja. Also ich habe eine E-Mail-Adresse geschickt, kannst du sie bitte überprüfen? Also jetzt haben Sie gerade die E-Mail an meinen Postfach geschickt, meinen Sie? Ja, also ich habe auch diese E-Mail-Adresse, die Sie gesagt haben. Also ja. Ich habe das geschickt. Ja, dann gucke ich da mal ja. rein. Moment, dann... Ja, überprüfen Sie das bitte. Dann logge ich mich mal ein. Ich mache mal die Seite auf. So, genau. Dann haben wir hier schon mal das Internetfenster geöffnet. So. Dann muss ich jetzt hier erstmal in mein E-Mail-Postfach reingehen. So. Ja, genau. Da haben wir den Link. So. Und jetzt noch meine Login-Daten. So. Jetzt lädt mein Posteingang erstmal. Das dauert einen kleinen Moment. Ja, kein Problem. So. Nee, hier läuft noch die Aktualisierung. Ich sag ja, das dauert hier eine Weile mit E-Mail. So, und dann war er auf einmal weg. Aber, naja, ich habe es euch ja schon erzählt, das Gespräch geht ein bisschen länger und wir haben hier auch einen Zweiteiler. Der Typ, der ruft mich nochmal an. Den nächsten Teil, den hört ihr morgen in dem Video. Und ich hoffe, euch hat der erste Teil schon mal gefallen. Wir haben hier über eine Stunde Zeit vom Betrüger schon bereits gemopst, aber morgen kommt da nochmal eine Stunde drauf. Insgesamt ging das Gespräch mit ihm deutlich über 2 Stunden. Naja, ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder. Hier seht ihr noch das Video von gestern und die Playlist zu allen anderen Videos. So könnt ihr eure Zeit bis dahin noch ein bisschen überbrücken und noch ein paar andere Videos schauen. Ich bedanke mich, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.